Bohemian Rhapsody ist ein Song der britischen Rockband Queen aus dem Jahre 1975. Der ganze Song ist nicht einfach zu covern, denn er besteht aus verschiedenen Teilen und ist nicht explizit ein Stück für Gitarre. Man hört im Song sehr viel Klavier. Es besteht aus einem Intro, einem Balladenteil, dem Gitarrensolo, einer Oper, einem Hardrock-Teil und einem Outro. In diesem Video, wo wir das Solo in der Tonart C-Dur anschauen, verwenden wir nur Töne aus der C-Dur-Tonleiter. Da ist keine Blue Note dabei, da ist keine Harmonisch-Moll-Tonleiter dabei. Im Original-Gitarrensolo, wie auf der Single, ist das Gitarrensolo in der Tonart S-Dur, E-B-Dur, C-Moll, F-Moll, B-Flat. Wenn du auf der Gitarre einen Ton S oder Dis findest und drei Bünde tiefer gehst, dann gelangst du zum Ton C. Für den Anfang etwas angenehmer, dann kannst du Töne aus der C-Dur-Tonleiter verwenden. Mit Tönen nur aus der C-Dur-Tonleiter, damit meine ich ohne Harmonisch-Moll, ohne Blues-Tonleiter, ohne Pentatonik, einfach mit Tönen aus der C-Dur-Tonleiter ein sehr schönes Solo komponieren kann. Aber, so wie es von Brian May eingespielt wurde, ist es sehr schwierig, mit der Dynamik, mit der Artikulation, das Solo so hinzubekommen. Häufig hört man in einem Bending, in einem Blues-Bending, deutlich, wenn man die Saite zieht. Anstatt einen Ton zu greifen, anzuschlagen und dann auf Weise den gewünschten Ton zu ziehen, kannst du auch zuerst zum Zielton ziehen und erst dann anschlagen. Brian May verwendet häufig ein Pre-Bending, das heißt, er zieht die Saite schon hoch und schlägt die Saite erst dann an. Auf der linken Seite ein normaler Bend, das heißt, du schlägst die Saite im siebten Bund an und ziehst die Saite mehr oder weniger schnell zum Ton E im neunten Bund der G-Saite. Auf der rechten Saite siehst du ein pre-bended Bend, das heißt, du greifst den Ton im siebten Bund, machst das Bending ohne die Saite anzuschlagen. Wenn du die Saite dann anschlägst, klingt der Ton wie die gedrückte Note im neunten Bund. Auf www.musica.com kannst du eine beliebige Akkordfolge zusammenstellen. Der Tab zum Solo in der Tonart C-Dur. Spiel die Note G. Es ist der Grundton des G-Dur-Dreiklangs. Das Solo beginnt dann mit einmal dem Ton G, der Quinte vom C-Dur-Dreiklang. Ziehe dann die Saite vom Ton D, die du anschlägst,
zum Ton E im 9. Bund und dann machst du ein Reverse Bend und ein Pull-Off zum 5. Bund. Du schlägst die Saite nur einmal an. Spiele dann die Note G im 8. Bund der H-Saite, dann die Note E im 5. Bund und dann ein Bending vom 8. zum 10. Bund. Vom Ton G zum Ton A, dem Grundton des A-Moll-Dreiklangs. Spiel dann die Note A, B, C. Das B wäre das deutsche H. Zweimal hintereinander. Und mach ein Pre-Bending auf den Ton D im 15. Bund der H-Saite. Das heißt, du ziehst zuerst die Saite vom 13. Bund zum 15. Bund und schlägst die Saite erst dann an. Das C im 13. Bund hört man nicht. Also es wird ein Bending gemacht und man hört nur den Ton D. Spiel dann die Noten A, D, E, F, G, A. Wobei auch hier sollte kein Bending zu hören sein vom Ton G zum Ton A. Also das G wird angeschlagen und die nächste Note ist schon der Ton A, aber mit einem Bending ausgeführt. Hier schlägst du den Ton A nicht noch einmal an. Es ist der Ton, der noch klingt vom letzten Pre-Bend, wo du den Ton A gespielt hast, aber mit einem Pre-Bend. Und den kannst du jetzt lösen vom 17. Bund zum 15. Bund zum Ton G. Dann wird die Note F, E und F gepickt mit dem Plektrum. Und dann machst du da einen Triller vom 12. zum 13. zum 12. Bund. Dann die Note D auf der H-Saite und nochmal die Note E im 12. Bund der hohen E-Saite. Dann spielst du das gleiche noch einmal, einfach auf der H-Saite, auch mit einem Triller. Und zum Abschluss die Töne A, B, G. Über den C-Dur würde man ja eher vom Ton A über den Ton H zur Note C gehen. Aber hier spielt er Note A, dann Note H und geht dann auf die Quinte des C-Dur-Dreiklangs und nicht etwa auf den Grundton. Der Ton G, der letzte Ton, leitet auch sehr gut zum nachfolgenden A-Moll-Dreiklang. Hier spielst du über den A-Moll-Dreiklang die G-Mixolydische Tonleiter, also C-Dur-Tonleiter vom Ton G, Ton für Ton. G, A, H, C, D, E, F, G. Eine ganze Oktave spielst du vom Ton G zum Ton G. Dann, weil es so schön war, gleich noch einmal exakt das Gleiche. Aber wenn du die Tonleiter über eine Oktave Ton für Ton gespielt hast, dann spielst du das letzte G nur ganz kurz an, das heißt Staccato. Du spielst ganz kurz die Note G und dann stumm ziehst du sie zum Ton A und schlägst sie erst dann an. Auch wieder so ein Pre-Bend, ein vorgebendetes Bending. Über dem D-Moll-Dreiklang spielst du die Note H, C, A zweimal hintereinander. Das
heißt, beim ersten Mal spielst du diese drei Noten, beim zweiten Mal spielst du die Note H und die Note C und ziehst die Note C, ohne dass man es hört, zur Note D und schlägst den Ton D erst dann an. Auch wieder ein pre-banded Band. Zum Abschluss spiele noch die Noten D, E, F, D, F. Im Original-Solo kommen dann noch ein paar Noten, die in eine andere Tonart leitet. So, das war's. Ich hoffe, ich habe nicht zu viele Fehler im Tab mit den Tonnamen oder den Intervallen gemacht. Wenn du das Solo oder den ganzen Song covern möchtest, dazu gibt es sehr gute Lernvideos auf YouTube. In diesem Video zeigt sie das Gitarrensolo recht authentisch in der originalen Tonart. In diesem Video kannst du den ganzen Song, außer ein paar Teile, wo nur Klavier vorkommt, lernen mit Tabulatur. Allerdings ohne ergänzende Bemerkungen, es ist halt einfach die Tabulatur.